Ist jetzt zwar ein bisschen liquidiert, aber egal. Sonst wäre ich schon tot. Okay, da haben wir nochmal Glück gehabt. Telefon funktioniert sowieso nicht, das wissen wir ja. In Horrorspielen ist es einfach nicht so einfach. Das muss man akzeptieren. Der Alte muss ja auch schon husten, wie bekloppt. Ach, hier war ja das. Okay, dann können wir leider weiterlaufen. Hallo? Ah, jetzt hat das. Oh, Save Point. Kontrollpunkt. So. Es war der Entführer. Sie Mistkerl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wick. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. 2 Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ich verstehe. Verdammt. Wir haben viel zu wenig Zeit. Sollen wir das bloß hinbekommen? Und wo ist überhaupt Barry? Ach ja, der ist ja in diesem Häuschen. Aber wo ist das Häuschen? Ist das da oben gewesen? Ich glaube ja. Hör mal, wir haben es geschafft. Ach, du heilige Scheiße. Es ist ja voll von Krähen. Hier auch schon. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Die Dunkelheit kontrolliert die Genommenen oder die... Ach, ihr wisst schon. Die Besessenen. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Ihr wisst genau, was das bedeutet. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich bin so kurz wieder. Ich war wieder angekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Da ist die Fackel. Los. Hier ist noch eine Manuskriptseite. Nee, doch nicht. Lithium wird drin. Noch besser. Ach, natürlich die frühere Seite. Was auch sonst. Alter, die verdammten Vögel, ne? Ah, ist ganz gut, mal ein bisschen mal anleuchten. Dann entschwinden die bereits. Ah, eine Batterie. Komm. Die gönnen wir mal. So, jetzt krieg ich euch. Ich hab zu Hause, der ist schlimm. Helfer, jag sie! Alter! Alter, Leute. Die Situation ist, dass ich keine Vogelallergie habe. Schon, diese verdammten Vögel. Jetzt kriege ich euch. Vielleicht wechseln wir einfach mal. Oh, ich glaube, das ist gar nicht so scheiße. Lieber bei der bleiben. Ne, warte. Das benutze ich. Der ist, oder? Ich gehe mal stark davon aus. Was? Ach so, die habe ich ja dann. Ah, hier habe ich die dann. Nee. Ja. So. Habe ich hier wenigstens ein bisschen. Jetzt kommen die gleich wieder angeflogen. Sicherheit.
aber es bringt überhaupt nichts, auf die zu schießen. Okay, das werden schon wieder weniger, auch wenn das noch dauert. Ich lasse sie jetzt einfach nochmal rankommen und dann hau ich einen Feuer. Ja, das scheint doch schon mal besser zu funktionieren. Am besten mache ich genauso weiter. Alter. Diese Drecksviecher. Ja, erstmal eine Thermosflasche hier. Verdammte Drecksviecher, wie soll ich denn jetzt hier alle wegbekommen? Das sind viel zu viele. Du kannst die Tür aufmachen. Wir sind weg. Oh, endlich. Okay. Ja, es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Kein Ding, kein Ding. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Crazy shit. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Wiedersehen. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Odeon. Gutes Kind. Come here. Alan Wake. Mit cooler Musik im Hintergrund. Stimmt, meckert YouTube hinterher wieder. Ende von Episode 2. Coole Musik, aber bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Folge 3. Lösegeld. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja?